Ey Leute, kennt ihr eigentlich die Baldur's Gate Spiele? Und ich rede nicht von den Baldur's Gate PC Rollenspielen, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch, sondern ihr hört es vielleicht im Hintergrund schon. Ich rede von Baldur's Gate Dark Alliance. Die Spiele kamen damals raus, ursprünglich für PlayStation 2 und Xbox, sind auch für den GameCube umgesetzt worden. Es gab Baldur's Gate Dark Alliance, Baldur's Gate Dark Alliance 2 und später gab es dann von derselben Firma aus einem anderen Franchise noch Champions of Norrath, das Ganze ist aus der EverQuest-Reihe, und Champions Return to Arms. Und ich und meine besten Kumpels damals zur PlayStation 2-Zeit haben diese Diablo-like Action-Rollenspiele hoch und runter genudelt, bis es nicht mehr ging. Und völlig überraschend hat vor 2 Tagen ein Announcement stattgefunden, dass gestern, also Donnerstag kam das Announcement, und seit Freitag, seit letzten Freitag, seit dem 7.5. ist Baldur's Gate Dark Alliance auf allen Plattformen einfach neu veröffentlicht worden. 4K, 60 Frames, kein Remaster, das ist die Oldschool-Grafik, aber das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Dazu gehen wir mal ins Gameplay und starten ein neues Spiel. Ich liebe Baldur's Gate Dark Alliance. Ich musste sofort zuschlagen. Es gibt 3 Figuren. Es gibt den menschlichen Ranger, also den menschlichen Bogenschützen. Es gibt den zwergischen Kämpfer und es gibt die elfische Zauberin. Die nehmen wir auch mal. Natürlich spiele ich normalerweise mit dem zwergischen Krieger, aber die Zaubereffekte fand ich damals recht hübsch und die zeige ich euch heute. Wir überspringen das Intro, wir überspringen das Gelaber, wir überspringen auch das Gelaber, sofern wir können. Das Spiel geht klassisch los in einer Taverne. Und jetzt ratet mal, was unser erster Auftrag sein wird. Wir müssen Ratten im Keller töten. Ist das geil, Leute? Ist das nicht einfach nur geil? Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, ob das hier Online-Koop hat. Das wäre natürlich absolut mega awesome. Ich glaube aber fast nicht. Die haben hier sich... Ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Energie reingesteckt wurde, hier neue Features reinzubringen. Ich glaube, das hat nur den Offline-Koop-Mode. So, wir skippen hier einfach mal durch die Dialoge durch. Die sind gut vertont, aber die interessieren mich gerade nicht. Und wir müssen jetzt einfach nur unsere 2 Aufträge annehmen, genau. Und jetzt können wir schon quasi in den Keller. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, habe ich mit der überhaupt schon Zauber? Ich habe Burning Hands. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Wo habe ich denn? Genau, hier kann mit der linken Trigger-Taste kann man die Karte auf... Ah, okay, da. Genau, also, wir können springen. Wir können mit einer Taste hier Melee-Angriffe machen. Das ist natürlich nicht die Stärke der Zauberin. Mit dem rechten Stick können wir die Kamera drehen. Wir können hier alles kurz und klein schlagen. Die linke und rechte Trigger-Taste, die sind für Mana und Heiltränke. Und die rechte Schulter, der rechte Trigger, der ist quasi zum Blocken. So, Ratte abgefackelt. Zweite Ratte abgefackelt. Und das Ganze mag für den einen oder anderen wirklich altbacken wirken. Und der ein oder andere mag vielleicht sagen, warum sollte ich das spielen, wenn es Sachen wie Path of Exile umsonst gibt? Warum sollte ich das hier spielen, wenn es Diablo 3 auf Konsolen gibt mit den ganzen Add-ons und so weiter? Ja, das sind alles berechtigte Sachen. Aber wenn ihr wie ich mit diesen Spielen hier aufgewachsen seid, oder wie ich in meinen Teenager-Jahren, so mit 17, 18, diese Sachen hier gespielt habt und da nostalgische Erinnerungen dran habt, die sind leider heute nur auf den alten Konsolen spielbar bisher. Also es gibt keine Umsetzungen oder keine Ports, die auf aktuellen Konsolen per Abwärtskompatibilität oder so spielbar wären, dann ist das hier mit in der Tat die allergeilste Möglichkeit. Auch wenn an der Grafik nicht geschraubt wurde, aber die Auflösung ist halt nativ in 4K machbar. Oder halt natürlich auch in 1080p, je nachdem, was euer Bildschirm, euer Monitor, eure Konsole eurer Wahl denn kann. Es gibt es für Xbox, PlayStation, Steam und für die Switch. Ich habe mir natürlich die Xbox-Version geholt. 30 € ist jetzt nicht ganz billig für so ein, für so eine Cash-Grab-Geschichte, wo die ein Spiel einfach nur neu rausgebracht haben, ohne irgendwelche Remaster-Arbeiten da reinzustecken. Aber mir persönlich war es das einfach wert, diesen kleinen Nostalgie-Flash hier zu bekommen. Es gibt natürlich auch, wir gehen gerade nochmal hier ins Menü rein, es gibt natürlich dann auch Attributspunkte, die man hier verteilen kann, wo man dann neue Fähigkeiten kriegen kann und all so Zeug.
Ausrüstung zu sammeln. Es gibt Händler. Und gerade im Koop, Couch-Koop, ist das Ganze einfach nur richtig geil. Also Leute, wer Bock hat auf Baldur's Gate Dark Alliance und vielleicht auch einen kleinen Vorgeschmack haben will auf das neue Dark Alliance, was im Juni erscheint. Am 22. Juni kommt es, glaube ich, raus. Dark Alliance 3 ist das im Prinzip. Dann ja, riskiert doch einfach mal einen Blick. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze hier funktioniert. Ich freue mich da wirklich sehr, 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 sehr drüber. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen von euch eine feine Sache. Das war's auch schon. Länger will ich euch gar nicht aufhalten. Spielt Baldur's Gate Dark Alliance, zeigt dem Spieler ein bisschen Liebe. Und mit ein bisschen ganz, ganz, ganz viel Glück kriegen wir vielleicht die weiteren Teile auch noch. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Peace out.